Mit zarten Pinselstrichen fängt es an. Seit Ende der 90er Jahre hat sich Künstlerin Uschi Häusel auf das Zeichnen von Ratten spezialisiert. Bekannt ist sie vor allem für ihre Ratte Ludwig. Die hat eine eigene Comicreihe in der Offenbach Post. Dass die possierlichen Tierchen den Weg in Uschi Häusels Leben gefunden haben, ist einem glücklichen Zufall zu verdanken. Das war eine ganz lustige Sache. Ich habe Lackierungen auch gemacht vor etlichen Jahren. Ich glaube, 20 Jahre oder länger ist das her. Und da kam jemand auf mich zu und fragte, ob ich eine Ratte zeichnen könnte, vielmehr auf sein Motorrad lackieren. Und das war für mich Anlass genug, Zeichnungen zu machen. Und so konnte ich nicht mehr aufhören mit diesen Zeichnungen. Die haben mir so viel Spaß gemacht. Und die wurden immer kleiner und immer lustiger und immer kindlicher. Und seitdem haben ihre Rattenkarikaturen regelrecht Karriere gemacht. Dazu gehören auch Bilder, die an bekannte Persönlichkeiten angelehnt sind. Wie Herzogin Camilla, Prinz Charles oder Skandalbischof Thebaz van Elst. Außerdem hat Cartoon-Ratte Ludwig eine eigene Ahnengalerie, das Museum of Modern Red. Ich war in der Villa Ludwigshöhe, was eine Sommerresidenz des König Ludwigs I. war. Und da konnte man König Ludwig, seine Verwandtschaft und das war schwer zu erklären. Also das waren wunderschöne Gemälde in einem Museum und ich dachte, das musst du doch auch mal machen. Du kannst doch malen und nicht nur Comics zeichnen. Und so habe ich das Malen wieder entdeckt für mich und nannte diese Gemälde erstmal Ratte Ludwigs Ahnen. Und so war das Museum geboren. Doch aktuell sorgt Ratte Ludwig in seiner Heimatstadt Dietzenbach für Aufsehen, seitdem sich Häusel bereit erklärt hat, von ihm eine Bronzefigur für den örtlichen Kreisel anzufertigen. Die Reaktionen in der Bevölkerung reichten damals von Begeisterung bis hin zu Ablehnung. Sogar eine Bürgerinitiative gründete sich, um das Projekt zu verhindern. Doch der Ratte Ludwig-Kreisel wird diesen Sommer kommen, das steht fest. Denn die kleine Ratte hat auch viele Fans. Und für ihre Kunst wurde Uschi Häusel sogar bereits ausgezeichnet. Bei einem der größten europäischen Karikaturenfestivals im französischen Saint-Just-le-Martel erhielt sie vor 4 Jahren den Prix de l'Humour Tendre.